Dramatische Bilder direkt von den Grabenkämpfen bei Bachmut. Die 3. Brigade der ukrainischen Armee hat diese Aufnahmen veröffentlicht. Sie sollen einen Angriff der ukrainischen Armee auf eine russische Einheit zeigen. Kiew sagt, es habe in den letzten Tagen Vorstöße bei Bachmut gegeben. Man komme allerdings nur langsam voran. Das hat Moskau nicht bestätigt. Vielmehr hätten die russischen Soldaten den ukrainischen Streitkräften schwere Verluste zugefügt. Bei einem Truppenbesuch in der Region Donetsk hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Medaillen an Soldaten verteilt als Zeichen der Anerkennung. Offenbar will er gerade jetzt Präsenz an der Front zeigen. Zuvor gab es unbestätigte Berichte, die ukrainischen Truppen hätten den Fluss Dnipro überquert und Gebiete am linken Ufer in der Region Cherson zurückerobert. Auf dem Rückweg hat Zelensky Selfies mit Anwohnern gemacht. Unterdessen meldete Moskau, dass russische Kampfjets ein Aufklärungsflugzeug der britischen Royal Air Force sowie 2 Taifun-Kampfflugzeuge abgefangen hätten, als diese über dem Schwarzen Meer in den russischen Luftraum eingedrungen seien. Sie sollen aus dem Gebiet eskortiert worden sein.